Herzlich willkommen in der Schönfelder GmbH, der Kesselbaumanufaktur aus dem Erzgebirge. Ich bin Felix Schönfelder. Wir sind heute hier, um euch ein paar Neuerungen an unserem Kessel zu zeigen, unter anderem auch einen Kundenwunsch, den wir hier umgesetzt haben. Wer den Kessel noch nicht kennt, unser Meterscheidkessel HS100 mit 99,5 kW Nennwärmeleistung. Wir haben zwei Videos zu dem Kessel gemacht, findet ihr auf unserem Kanal auf YouTube. Schaut euch gerne die Videos an, da wird alles zum Kessel umfangreich erklärt. Da wird gezeigt, wie der Kessel angefeuert wird, was da alles verbrennen kann und dergleichen. Ja, was kann unser Meterscheidkessel erstmal alles? Er kann natürlich verschiedene Brennstoffe aus Holz verbrennen. Also vom Meterscheidholz über Halbmeterholz, Rollenholz, was nicht mehr aufgespalten werden muss. Ganze Europaletten können verbrannt werden und natürlich auch Klasse 6 und 7 Materialien, interessant für die Tischlereien, die eben ihre Brennstoffe oder ihre Reststoffe aus der Produktion eben verbrennen möchten, zum Beispiel Spanplatten, Faserplatten, verleimtes, lackiertes Holz und dergleichen. Der Kessel zum Beispiel geht in die Tischlerei nach Sachsen-Anhalt. Der Kunde hier, besonderer Wunsch, wollte eben, dass die Türen sich 180 Grad öffnen lassen. Das haben wir eben hier umgesetzt. Um zu zeigen, die Tür schwenkt eben hier komplett auf. Damit sind wir an sich der einzige Hersteller, der das so in der Weise baut und anbietet. Das lässt sich natürlich auch mit der Aschetür an zur Tür hier unten machen, dass eben der Kunde das Brennmaterial auch von der anderen Seite bequem nehmen kann und in den Kessel reinlegen kann. Ja, was ist noch neu an dem Kessel? Wir haben hier zum ersten Mal eine automatische Zündung verbaut. Die automatische Zündung erlaubt eben dem Kunden hier auch längere Zeiten überbrücken zu können, wenn er eben mal nicht da ist, oder auch eben den Kessel zu füllen, wenn der Pufferspeicher noch eine gewisse Grundtemperatur oder meinetwegen auch halb voll oder ganz voll gefüllt ist, kann der Kessel trotzdem voll gefüllt werden. Wir haben hier zwei Türen dran, die eben überwacht werden, dass diese Türen auch geschlossen sind, sonst eben funktioniert diese automatische Zündung nicht. Also die Türen müssen geschlossen sein, werden überwacht, dass sie auch geschlossen bleiben, um einfach sicherzustellen, dass wenn der Kessel gefüllt ist und der Betreiber erst, oder der Kessel erst in ein paar Stunden zündet oder erst vielleicht den nächsten Tag oder die nächste Woche zündet, dass eben die Türen geschlossen sind und geschlossen bleiben. Ja. Also hier auch wieder, wie bei allen anderen Aspekten an unserem Kessel, auf Thema Sicherheit geachtet. Ja. Ja. Wie funktioniert die automatische Zündung? Die automatische Zündung ist bei uns so gestaltet, dass der Kessel normal gereinigt wird, wie man es in den anderen Videos eben auch sieht. Dazu werden eben hier die beiden Vorstellklappen geöffnet, die Vorstellroste rausgeschwenkt. Wir haben dann hier unseren Düsenrost liegen, haben hier diese automatische Zündung vorne rangebaut. Das ist eine Zündbox, indem man eben Brennmaterial oder Anzündmaterial reinlegen kann. Ja, zum Beispiel eben in dem Fall Anzündwürfel, die man eben hier reingibt. Ja, da reichen schon zwei Stück in dem Fall. Und einen kann man dann noch hier hinten ranlegen, in diese Öffnung reinlegen. Restliche Vorgehensweise eben wie bei unserem anderen Video auch. Kessel voll machen, Anzünder rein, Holz rein. Und dann ist es so, dass eben hier, wenn dieser Schritt gemacht wird, der Deckel wieder aufgesetzt wird. Dazu. Dann wird die Anzündtür, Aschetür geschlossen. Ja, dann schließen wir die Fülltür vom Kessel. Verriegelt hier mit unserem Sicherheitstürverschluss und dann ist der Kessel zündbereit. Wenn die Zündung anspringt, sieht man das über unsere rote Kontrollleuchte hier. Zündzeit 3 bis 4 Minuten. Gezündet wird über dieses Glühelement, was ihr vorhin gesehen habt. Das ist ein Energiesportglühelement, hat nur sehr, sehr wenige Watt. Damit sind wir eben sehr energiesparsam bei der Zündung. Dann neu bei unserem Kessel, habt ihr vielleicht schon gesehen, sind eben diese Abdeckbleche, die hier auf die Türen draufgekommen sind. Da, warum sind die draufgekommen? Eben um diese Abstrahlungsverluste von unserem Kessel, die ja schon so in einem sehr, sehr geringen Bereich waren, also diese ganzen Flächen hier maximal handwarm im vollen Betrieb,
um diese Verluste noch weiter zu reduzieren, um die Wärme dort zu halten, wo sie hingehört. Ja, diese Bleche hier drauf gekommen. Damit natürlich auch die Möglichkeit, ab jetzt diese Kesselverkleidung individuell anzupassen. Also alle Flächen, die ihr hier schwarz gepulvert seht, pulverbeschichtet seht, natürlich die Möglichkeit, die in einer x-beliebigen Farbe, rot, blau, gelb, grün, wie ihr das möchtet, auch anzupassen, so dass ihr euch den Kessel gestalten wollt, wie er euch gefällt. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, Schriftzüge aufzubringen oder ein Bild aufzubringen, so dass ihr euch hier an unserem Kessel verwirklichen könnt. Ja. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite, von unserer Seite. Und dann, wenn ihr Fragen habt, ruft bei uns an, fragt bei uns an und bis zum nächsten Mal. Eine Sache noch vergessen, wir haben jetzt ein neues Leihset für unseren Kessel zum Einbringen. Das ermöglicht eben diese Einbringung auf einer ebenen Fläche vom Kessel nur zu zweit, obwohl der Kessel über 3 Tonnen wiegt. Das Leihset wird unter dem Kessel drunter geschoben, besteht aus verschiedenen Rollen. Der Kessel kann so auf einer ebenen Fläche bewegt werden, auf der Stelle auch gedreht werden, sodass er einfach zu seinem endgültigen Aufstellort gebracht werden kann. Okay, dann war es das jetzt aber wirklich.